Am Holzmarkt in der Jenaer Innenstadt arbeitet der Zweckverband Jena Wasser zusammen mit den Stadtwerken Jena Netze schon seit Juli an der Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Außerdem wird dort auch die vorhandene Fernwärmetrasse instand gesetzt. Nötig wurde dies, da im Dezember vergangenen Jahres vor dem Gasthaus Roter Hirsch eine alte Trinkwasserversorgungsleitung aus den 1950er Jahren gebrochen war. Das havarierte Rohr wurde notdürftig geflickt und wird nun auf ganzer Länge ausgetauscht. Die Arbeiten dafür liegen gut im Zeitplan. Momentan sind die Haupttrassen, nenne ich es mal, verlegt. Und wir bereiten gerade den Straßenbau vor, um die Straßenfläche wieder zu schließen, müssen aber im Bereich der Bibliothek in der Krietgasse unten die Anbindepunkte freilegen. Und wir müssen uns dort mit kleiner Technik und mit Saugbagger vorarbeiten, weil der Untergrund, der Bauraum sehr belegt ist mit Kabeln und anderen Leitungen. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Baumaßnahme auf rund 300.000 Euro. Mit den Arbeiten am neuen Bauabschnitt in der Krietgasse soll nach dem Neugassenfest und dem Abschluss der Kulturarena am Wochenende ab Montag begonnen werden. Hierfür wird in der vielbefahrenen Straße eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zufahrt in die Neugasse bleibt aber weiterhin möglich. Dennoch kommt es für den Innenstadtverkehr zu Umleitungen. Die Krietgasse wird unter Vollsperrung gebaut, sodass der Durchgangsverkehr über Umleitung Heckelstraße und Neutor fahren muss. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Es wird sich aber alles dann auf den Gehwegen abspielen. Die Arbeiten an der Trinkwasserversorgungsleitung und den Fernwärmerohren sollen Ende September abgeschlossen sein. Bis dahin bleiben die Sperrungen in dem Bereich der Innenstadt für den Verkehr bestehen.